Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal Alles und Nichts mit Anne. Heute wird es wieder ein Nagellack-Video werden. Ich habe für euch alle meine UV-Nagellacke geswatcht und wenn euch das interessiert, dann bleibt doch einfach dran. Hi, schön, dass ihr wieder da seid. Ganz kurzes Intro meinerseits, erschreckt euch nicht. Ich sehe vielleicht ein bisschen fahl heute aus. Es geht mir in letzter Zeit nicht ganz so gut. Ich habe ein bisschen mit Kreislaufproblemen zu kämpfen, aber nichtsdestotrotz wollte ich relativ pünktlich ein neues Video für euch online bringen und ich hoffe, es gefällt euch. Ich habe euch meine mittlerweile schon ziemlich große UV-Nagellacksammlung geswatcht und wir gehen dann auch gleich in die Nahaufnahmen von meinen Händen, weil ich wollte halt gerne, dass ihr sie direkt auf den Fingernägeln sehen könnt. Das macht nämlich doch nochmal einen Unterschied. Und ich bin gespannt, wie ihr das so findet. Es ist ja das erste Mal eine Nahaufnahme von meinen eigenen Händen. Und ja, ich wünsche euch ganz viel Spaß und wir sehen uns gleich in der Nahaufnahme. Ciao! So, ihr Lieben, willkommen in meiner ersten Nahaufnahme von meinen Händen. Mir ist aufgefallen, dass das irgendwie voll intim ist. Aber gut, also, ich fange an mit der ersten Farbe und zwar ist das von Alessandro, Love Planet. Und das ist ein ziemlich dunkles Rot mit einem schönen Schimmer drin. Und ich werde mich von den Rottönen von dunkel nach hell vorarbeiten und mit den anderen Tönen, die ich habe, es sind insgesamt 21, werde ich es genauso machen. Auf meine Finger habe ich schon, ihr seht, die glänzen schon, habe ich eine Base aufgetragen, weil ich mit unterschiedlichen Anbietern jetzt arbeiten werde. Die Alessandro Strip Lacks, die brauchen keine Base, aber ich habe hier auch einen von Jolifine dabei und mehrere von Neonail und die brauchen eine extra Base. Deswegen habe ich mir gedacht, ja, mache ich einfach überall jetzt erstmal eine Base drauf, damit wir überall gleiche Bedingungen haben. Das ist ja nur fair. So, ich fange dann mal an zu lackieren. Weiß nicht, ob man das in der Kamera gut sehen kann. Es hat so einen ganz leichten Schimmer und ich finde es richtig, richtig schön. Genau, ich werde die Lacke nicht in der UV-Lampe aushärten, weil ich möchte die euch ja nur swatchen. Und weiter geht's mit der Farbe, die ich im Starterpaket mit dabei hatte. Und zwar ist das Red Velvet von Alessandro. Auch wieder eine wunderschöne weinrote Farbe. Bei dieser Farbe im Gegensatz zu Love Planet würde ich euch zwei Schichten empfehlen. Einfach nur, damit es deckender ist. Love Planet könnt ihr natürlich auch gleich zweimal aufgeben, aber ihr seht, eine Schicht würde auch vollkommen reichen. Weiter geht's mit der ersten Neonail-Farbe. Und zwar ist das Miss Diva. Ein wunderschöner Glitzerton. Und den kann ich mir sehr schön zu Weihnachten vorstellen. Schauen wir uns mal Miss Diva auf den Nägeln an. Miss Diva. Was mir bei den Neonail-Lacken auf jeden Fall auffällt, im Gegensatz zu den Alessandro-Lacken, ist, dass die nicht ganz so eine hohe Viskosität haben. Also die kommen mir ein bisschen flüssiger vor, ein bisschen dünner vor. Aber das ist auch voll okay. Man muss sich einfach nur drauf einstellen. Und auch hier bei diesem Lack würde ich sagen, würde auch eine Schicht reichen. Ihr seht, wie schön der schimmert. Ich finde es total toll. Hier habe ich jetzt ein bisschen geschmattert. Das würde ich mir mit einem Nagellackentfernerstift abnehmen. Aber einfach richtig, richtig wunderschön. Das kann ich mir ganz toll zu Weihnachten vorstellen. Und vielleicht auch mit einem tollen Stamping drüber, weil es ja doch sehr auffällig ist, die Farbe. Aber gut. Weiter geht's mit meinem einzigen Farblack von Jolifine und zwar ist das ein sogenannter Thermolack. Und zwar ist das der Thermolack Pink to White Glitter.
Der ist in der Flasche so rot wie auf dem Deckel und er verfärbt sich nach Kälte- und Wärmeeinflüssen, je nachdem, weiß oder halt rot. Das ist das erste Mal, dass ich den Lack aufgetragen sehen werde und ich bin total gespannt. Ihr seht, wie er jetzt schon heller wird. Also, der wird bei Wärme hell, der Lack. Mega, mega cool. Ich liebe ja so Thermolacke. Das finde ich total schick. Und was mir bei dem auch richtig gut gefällt, sind die verschiedenen Glitzerpartikelgrößen. Ich zeige euch mal, wie ich das korrigiere. Also ich nehme hier so ein Nagellackentfernerstift und gehe hier an die Ecken ran, weil da habe ich einfach ein bisschen mit geschmaddert. Aber da ja der Lack erst unter der UV-Lampe aushärtet, ist das ja gar kein Problem zu korrigieren. Ja, und ihr seht, an der Spitze ist er schon so ein bisschen rot und generell ist er weiß und er wird dann in der kälteren Jahreszeit an euren Nägeln so rötlich werden. Ich zeige es euch nochmal auf dem Deckel. Der wird dann diese Farbe bekommen. Und könnt ihr das sehen, wie schön unterschiedlich groß die Glitzerpartikel sind? Man kann die auch so ein bisschen hin und her schieben dann auf dem Nagel. Also es gefällt mir richtig, richtig toll. Ich habe den halt jetzt hier in meiner Reihenfolge in die rote Ecke eingeordnet. Weiter geht's mit einem Nagellack, den ich schon für euch aufgetragen habe. Und zwar ist das wieder einer von Alessandro Striplack. Und zwar der Coral Sunshine, eine ganz tolle, korallige Sommerfarbe. Die werde ich mir jetzt auf den Daumen auftragen. So, auch da habe ich leider wieder ein bisschen geschmattert. Ich hoffe, ihr könnt mir das verzeihen. Und auch da würde ich sagen, wäre es besser, wenn ihr vielleicht etwas dünner in der ersten Schicht arbeitet und dann eine zweite auftragt. Genau, aber eine wunderschöne Farbe. So, das waren die ersten fünf Farben. Weiter geht's. So, da sind wir wieder. Und weiter geht's mit einer anderen Farbe von Alessandro Striplack. Und zwar ist das Aloha Babe. Auch neu in meiner Sammlung, ist eine der limitierten Auflagen. So Leute, ist ein bisschen komisch für mich, mit euch so offscreen zu sprechen und euch meine Finger so zu zeigen, aber wir machen einfach das Beste draus. Auch eine wunderschöne Farbe. Wir werden jetzt immer heller mit den Rottönen. Jetzt wird es sehr rosa und sehr nudig, pastellig hier bei mir. Ja, und Aloha Babe, würde ich sagen, ist auch eine ganz tolle Sommerfarbe. Aber es ist ja jetzt auch egal, ob es Sommerfarben oder Winterfarben sind. Wir wollen uns ja generell einfach mal angucken, was es so Schönes gibt. Weiter geht's mit einer wunderschönen Farbe, auch wieder von Alessandro, und zwar Lily Billy. Und das hat so einen wunderschönen Schimmer mit drin. Habe ich auch schon mal für euch getragen. Da hatte ich jetzt ein bisschen viel Farbe auf dem Pinsel und auch diese Farbe deckt gleich. Finde ich sehr schön. Den Naturnagel ab und auch hier würde ich sagen, kann eine zweite Schicht nicht schaden. Dann könnt ihr den leichten Schimmer sehen. Das finde ich eben so schön bei den Alessandro-Lacken. Wenn da Schimmer steht, dann meinen die das auch wirklich. Und wenn es Glitzer gibt, ich habe auch zwei Glitzerlacke von denen, dann ist es auch wirklich glitzerig. Das kann man auch sehr gut nachher im Vergleich sehen. Das ist ein ganz subtiler Schimmer. Wunderschön, habe ich schon mal auf einem Instagram-Foto für euch getragen. Da habt ihr mich auch gefragt, welche Farbe das ist. Weiter geht's wieder mit einer Farbe von Neonail und zwar Light Peach. Und die liebe Lala Lunia auf ihrem tollen Kanal, da müsst ihr unbedingt mal reinschauen, die hat diese Farbe empfohlen. Das ist eine ihrer liebsten Farben und auch ich bin jetzt ganz gespannt, das ist das erste Mal auf meinem Finger zu sehen.
Was ihr vielleicht auch seht, ist, dass die Pinsel von Neonail etwas schmaler sind als die Alessandro-Pinsel. Das ist natürlich Geschmackssache. Ich komme mit beidem mittlerweile gut zurecht. Bin aber ganz froh, dass die Neonail-Pinsel etwas kleiner sind, weil ihr seht ja, die Lacke sind halt doch etwas flüssiger als die Alessandro-Lacke. Was aber beide machen, beide Anbieter, die Lacke ziehen sich wunderschön von alleine wieder glatt. Und auch hier seht ihr beim ersten Anstrich, wie der Nagel, der Naturnagel noch durchscheint. Also es ist ganz subtil. Und wenn man das so milchig haben will, das ist ja wohl jetzt auch gerade ziemlich trendy, dann reicht eine Schicht, würde ich sagen. Ansonsten tragt ihr eine zweite Schicht auf und dann ist es deckender. Aber ich verstehe schon, warum Lala Lunia diese Farbe so schön findet. Ich freue mich auch schon ganz doll, die dann zukünftig auf meinen Nägeln tragen zu dürfen. Weiter geht es mit einer Farbe. Wieder von Alessandro, und zwar ist das Space Romance, und auch diese Farbe habe ich schon bei Instagram auf einem Foto für euch getragen, und ja, schauen wir mal, wie es auf dem Nagel dann aussieht. So, wunderschön. Jetzt kommen wir langsam so in den etwas kühleren Bereich hinein. Ich würde sagen, das ist fast meine einzige kühle rosa Farbe, aber ich liebe es einfach ganz toll. Und ich finde, hier im Vergleich kann man jetzt sehr schön sehen, dass Light Peach halt eher so etwas transparenten, milkiges hat. Und Space Romance von Alessandro auf dem Finger einfach viel, viel deckender ist in Richtung Pastell. Vielleicht ist es euch aufgefallen, ich zeige es mal, dass die Flaschen von Alessandro, die haben unterschiedliche Größen. Und zwar stelle ich hier mal eine, das ist eine Sonderedition, und das ist das normale Sortiment. Und die Sondereditionen sind immer ein bisschen kleiner, und zwar haben die 5 Milliliter und die normalen Editionen haben 8 Milliliter. Und trotzdem, die kommen etwas günstiger, die sind im Schnitt 18 Euro und die kosten im Schnitt 13 bis 14 Euro. Ich kaufe die immer im Angebot. So, und dann kommen wir zum Daumen, und da trage ich die erste Glitterfarbe für euch auf von Alessandro, und zwar ist das Bonfire, und da steht auch wirklich drauf Glitter, und das ist es auch, das werdet ihr sehen, und ich liebe diesen Glitter-Effekt, er ist aber ziemlich heftig. So, ihr seht, was ich meine, ne? Also es ist schon wirklich ziemlich heftig, der Glitzereffekt. Ich habe hier an eine Nagelhaut rangeschmiert. Ich mache das mal kurz. Ist gar nicht so einfach, so für euch zu lackieren, sodass ihr alles sehen könnt und dass ich mir nicht die Hand breche. Aber ja, also ihr seht, dieser Glitzereffekt, das ist Schimmer und das ist Glitzer. Und ich finde, das ist auf jeden Fall ein großer Unterschied und das sollte man auf jeden Fall berücksichtigen. Aber ja, das waren meine hellen Rosatöne, und wir machen jetzt noch gleich einen Glitzernagel von Neonail, und dann gehen wir auch schon zu einem anderen Farbschema über. Bis gleich! So, und der letzte rosane Ton ist dieser hier von Neonail, und zwar Shiny Rose, und Leute, der ist nicht nur shiny, sondern der ist auch richtig sparkly. Den trage ich euch mal auf den Mittelfinger auf, damit ihr das einfach noch besser sehen könnt, die Fläche größer ist, und dann gehen wir zu den anderen Farben über. Und Leute, also Shiny Rose, ich weiß ja nicht, ich würde eher sagen Sparkly Rose, aber auf jeden Fall auch ein ganz cooler Effektlack, Glitzerlack. Ich kann mir den zu Silvester sehr gut vorstellen, oder wenn man mal ein extravagantes Stamping machen will, dazu wird es ja auch noch ein Video geben, kann ich mir bei solchen Lacken immer sehr gut vorstellen, ein relativ flächendeckendes, dunkles Stamping drüber zu machen, sodass quasi dieser Glitzereffekt abgemindert wird und dann durch das schwarze Stamping so durchschimmert. Ja, das können wir gerne im künftigen Stamping-Video ausprobieren. Aber ja,
So, ihr Lieben, wir sind zurück. Jetzt geht es weiter mit meinen zwei Gelbtönen. Und zwar fange ich hier an mit dem von Alessandro. Und zwar Hanging in Honolulu. Und ja, auch eine ganz, ganz tolle Sommerfarbe, finde ich. Vielleicht auch eine Herbstfarbe. Aber ihr werdet sehen, dass die im Vergleich zu der Neonail-Farbe, die ich habe, in Gelb, einfach ein bisschen pastelliger ist, was vielleicht jetzt nicht ganz so herbstlich ist, aber das ist natürlich auch wieder voll Geschmacksfrage. Und auch da würde ich euch zwei Schichten empfehlen. Bei der zweiten Schicht ist es auf jeden Fall dann noch deckender. Oder ihr tragt die eine Schicht, die ihr habt, dicker auf. Das würde ich euch aber generell nicht so empfehlen. Lieber zwei dünnere Schichten, da habt ihr mehr von. Und jetzt hier im Vergleich dazu Autumn Sun von Neonail. Und der ist wirklich einfach richtig, richtig schön senfgelb, herbstlaubgelb. Und was bei dem total witzig ist, der leuchtet neongelb unter der UV-Lampe. Beim Aushärten. Da könnt ihr dann auch richtig schön sehen, wo ihr dann geschludert habt beim Auftragen, wo es euch in die Rillen gelaufen ist. Ja, und ihr seht, was ich meine vom Vergleich her. Der von Alessandro, der Hängen in Honolulu, ist einfach pastelliger und der hier ist so richtig schön senfgelb mit so einem, ja, direkt sonnigen Unterton, wo es hier eher so ins Kühlere geht. Aber beides ganz, ganz tolle Farben. Jetzt im Herbst auch mega schön tragbar. Weiter geht es auch gleich mit einem Alessandro Striplack. Auch wieder so eine limitierte Auflage. Und zwar Lionicious. Lionicious. Sieht auf dem Farbklecks hier oben eher bräunlich aus. Und ihr werdet sehen, auf dem Nagel ist es sehr orange. Und trotzdem wunderschön. Auch wenn es orange ist anstatt braun. Ich finde, das passt jetzt auch perfekt in die Jahreszeit. Da hat sich auch wieder ein Fussel hinein manövriert. Und ich habe ein bisschen geschmattert. Ja, hier oben seht ihr jetzt voll schön, wie es mir oben in die Nagelhaut reingelaufen ist. Und auch da kann ich jetzt wieder korrigieren. Auch wenn es jetzt für das Video vielleicht gar nicht so wichtig ist. Aber ich will es euch einfach zeigen, wie man das machen kann. Genau. Ja, also ihr seht auf dem Deckel eher so bräunlich, auf den Fingern wunderschön orange. Und ja, genau. Und im Vergleich dazu, da hatte ich auch letztens wieder ein Instagram-Foto dazu. Solltet ihr mir noch nicht auf Instagram folgen, macht das doch einfach. Auch da gibt es immer schöne neue Updates von mir. Und zwar ist das Neonail Hazelnut Butter. Und das ist wirklich ein wunderschöner, warmer Braunton. Ja, ihr seht, wunderschön und wirklich im Vergleich zu dem Lionicious, der ja eigentlich auf dem Deckel auch braun aussah, sieht man extrem doll, dass das einfach orange ist und das ist wirklich ein schönes, warmes Braun. Ich habe mal die Nägel abgemacht, weil ich möchte euch gerne zwei Farben wieder gegenüberstellen und zwar einmal den Striplack The Elephant Way von Alessandro. Und dann habe ich nämlich auch noch einen grünlichen Lack von Neonail. Ich möchte euch die beide, wie gesagt, einfach mal gegenüberstellen zeigen. So, das ist The Elephant Way. Das sollte eigentlich laut der Farbbeschreibung ein Elefantengrau sein. Ich finde aber, es geht auch so ins Grünliche hinein.
aber dennoch eine wunderschöne Farbe. Und ich finde, ihr habt jetzt auch gerade sehr gut gesehen, was manchmal das Problem bei diesem breiten Pinsel von Alessandro sein kann, wenn man so kleine, schmale Fingernägel hat wie ich. Ich habe ja relativ, auch mein Ringfinger ist ein ziemlich kleiner Fingernagel. Da kann so eine große Bürste vielleicht auch manchmal nicht ganz so einfach zu benutzen sein. Als nächstes möchte ich euch zeigen, Unripe Olives von Neonail, und ich bin so gespannt. Ich habe den noch nie auf meinen Nägeln gehabt, aber ich finde die Farbe einfach auch wunderschön, jetzt auch für die Jahreszeit, wenn es langsam kälter wird, weil es eben auch so ein ganz tolles Grün ist. Total schön. Richtig, richtig toll. Ich glaube, die Farbe werde ich demnächst auch auf den Nägeln tragen. Und ich habe es euch noch gar nicht gesagt, in den Neonail-Flaschen bekommt ihr 7,2 Milliliter. Genau. Weiter geht's. Wir nähern uns den Grautönen an. Und zwar kommt jetzt Gravity Grey von Alessandro Strip Lack, auch wieder eine kleine Flasche. Die Farbe ist genauso wie Space Romance und Love Planet aus so einer limitierten Edition. Da ging es ums Weltall und ich fand die richtig schön. Und auch die Farbe habe ich schon für euch auf einem Instagram-Foto getragen. Also ganz toll, mega deckend. Ich finde, da würde sogar auch eine Schicht schon reichen. Also gefällt mir richtig, richtig toll. Das ist so richtig alltagstauglich, bürotauglich, elegant. Kann man noch aufpimpen mit einem schönen Stamping oder einem schönen Sticker oder sowas. Ganz tolles Grau. Weiter geht's nochmal mit einer Alessandro-Farbe, und zwar ist es New York Grey, und das ist ein dunkles Grau, so ein Asphaltgrau. Ja, und ich bin gespannt, wie das gleich aussehen wird. Ja, ist total schön, die beiden im Vergleich zu sehen. Das ist so ein Anthrazit-Asphaltgrau. Das ist so ein, ja, so ein ganz helles, pastelliges Grau. Also beides wunderschöne Farben und sehr elegant tragbar mit kurz oder lang. Ein Klassiker halt. So, und den Abschluss machen wir nochmal mit zwei ganz besonderen Lacken. Und zwar nochmal einem Glitterlack von Alessandro. Und zwar ist das Inspiring Diamond, und das sieht hier auf dem Deckel ganz unscheinbar aus, aber ihr werdet gleich nochmal geblendet werden. Holla, wie Bonfire, ist das nicht ein wunderschöner Glitterlack, ohne wirklich irgendwie trashy zu wirken oder so, einfach mega, mega geil. Ich möchte gerne noch den anderen Glitzerlack von Alessandros haben, der ist aber so oft ausverkauft, und zwar heißt der Cheers, und der ist Goldglitter, und ja, den brauche ich auch noch unbedingt in meiner Sammlung. Als letztes möchte ich euch noch mal einen Thermolack zeigen, und zwar von Neonail Black Russian, und zwar ist der schwarz und wechselt zu einem hellen Grau unter Wärmeeinfluss. Finde ich total cool. Schauen wir mal, wie der sich gleich höchstwahrscheinlich verändern wird. Okay. Also, das ist jetzt eine Schicht. Ich habe den noch nie auf meinem Nagel aufgetragen gesehen. Ihr seht aber, wie er langsam heller wird. Was mir aber da auffällt, bei einer Schicht, ihr seht, dass man erkennen kann, wo er nicht ganz so ordentlich aufgetragen wurde. Das heißt, man braucht unbedingt eine zweite Schicht. Interessant wäre dann aber zu wissen und zu sehen, ob er sich dann auch immer noch so toll verfärbt. Ich denke aber schon,
möchte das jetzt aber, ich kann euch das jetzt gerade gar nicht zeigen, weil dann müsste ich den erstmal aushärten, um eine zweite Schicht aufzutragen. Und ich möchte den jetzt nicht aushärten. Aber ich vermute einfach mal ganz stark, dass es funktionieren wird. Ihr könnt aber schön den Farbverlauf sehen. Aber was mir jetzt im Vergleich zu dem Jolifin auffällt, ne? Da hatten wir ja auch schon diesen Glitzerlack. Der von Jolifin ist sofort hell geworden auf dem Nagel. Und der hier, der braucht ein bisschen länger. Also ja, ist schon ein Unterschied, der mir aufgefallen ist. Ja, ihr Lieben, das war's. Das waren meine 21 UV-Nagellackfarben, die ich bisher habe. Und ich weiß, es werden noch mehr. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir sehen uns dann nochmal gleich wieder in groß zum Verabschieden. Tschüss von meiner Hand. Ciao. So, da sind wir wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mir doch gerne einen Daumen nach oben da und abonniert, falls ihr es noch nicht getan habt, ganz kostenlos auch meinen Kanal. Aktiviert die Glocke, damit ihr auch nichts mehr verpasst, was ich so online stelle. Und als nächstes würde ich gerne wieder mal ein Schminktutorial mit euch machen, aber auch das Thema UV-Nagellacke wird aktuell bei mir bleiben. Ich habe heute zwar nichts drauf auf den Fingernägeln, aber das liegt einfach nur ein bisschen an Zeitgründen. Am Wochenende schaffe ich es meistens nicht so, wenn beide Kinder zu Hause sind. Ich denke, kommende Woche werde ich wieder einen schönen Nagellack-Look kreieren und ihr werdet den wahrscheinlich dann auch ziemlich schnell bei Instagram sehen. Ja, erzählt doch mal, tragt ihr gerade Nagellack und passt ihr die Nagellackfarben der Jahreszeit an? Also ich bin ja gerade voll am Ausprobieren und es wird auch noch ein schöner YouTube-Beitrag zu Nail Art kommen. Die ist nämlich gar nicht so schwer zu machen, wie man vielleicht denkt. Und an der Stelle möchte ich mich von euch verabschieden. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Es war ganz toll, dass ihr wieder eingeschaltet habt und ich wünsche euch eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!